Hi, ich sitze hier mit dem Opener von Freitag, Accused, aus Wiesbaden, ist das richtig? Ihr seid eine sehr junge Band, jung, dynamisch und wie seid ihr aufs NOAF gekommen? Und stellt euch am besten einfach mal kurz vor. Ich bin der Chris. Ich bin der Chris. Ich bin Pascal. Hi. Ich bin Valentin. Ich bin der Tino, ich bin der Sänger. Ich bin der Max, ich bin nicht der Sänger. Ja, so. Das ist ein Richtmikrofon, da kann man einfach so hey, reinreden. Du hast dich auch selber gemolken. Ja, also wir sind aufs NOAF gekommen. Ursprünglich haben wir eine Bewerbung geschickt über E-Mail. Und dann vor ein oder zwei Monaten kam dann so, yo, vom Frank, wollt ihr spielen? Und dann haben wir gesagt, ja, das war's. Ja, aber wie man generell aufs NOAF kommt, ist halt, dass wir ja selbst auch teilweise hier als Gäste jahrelang unterwegs waren. Gerade der Max ist ja hier ein alter NOAF-Veteran. Und ja, natürlich bewirbt man sich dann als junge Band in Festivals in der Umgebung. Umso schöner, dass es geklappt hat, auf jeden Fall. Ja. Und wie war das jetzt so von der Stimmung her, Publikum? Geil. Hammer. Richtig geil. Ich hätte fast ein böses Wort gesagt, aber war viel zu gut. Ja. Wirklich überragend. So. Die Resonanz von der Crowd war... Ihr seid ja auch schon ein bisschen rumgekommen als Band. Ich habe gehört, ihr habt auch in Dresden schon gespielt. Was war denn so das Weiteste, wo ihr gespielt habt? Wüste Dresden? Ja, war Dresden tatsächlich. Ja, aber Freising. Ja, Freising war, ja. Irgendwo in Bayern. Irgendwo im Nirgendwo. War das erste Mal, dass ihr auf so einer großen Bühne gespielt habt? Ja. In der Konstellation schon. Also wir haben ja alle selber Bands auch gehabt schon vorher, in denen wir teilweise auch schon größere Festivals gespielt haben, aber jetzt in der Konstellation auf jeden Fall. Also erste Festivalshow für uns. Okay. Wie war das so im Vergleich zu kleineren Gigs oder Club-Gigs? Unkomplizierter fand ich. Und geiler. Ich fand es toll. Also wie war das für euch? Ja, absolut überragend. Sag was. Ich spiele gerne auch kleine Clubshows, aber große Bühne ist immer geil, da kann man sich frei bewegen und vor so einer Crowd ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Also, ihr habt auch ein Album draußen oder bringt eins raus? Yep. Wir bringen eine EP raus im Oktober. Ja. Vorher haben wir haben jetzt nur Singles Release bisher. 6 Songs haben wir raus. EP dann im Oktober. Wie war da so die Resonanz? Bei den Singles meinst du jetzt? Ja, bisher sehr, sehr gut. Kam alles immer sehr gut an. Ich meine, die Zahlen sieht man ja. Es ist immer ein bisschen trocken darüber zu sprechen, aber es scheint den Leuten zu gefallen. Und das ist halt irgendwie auch das, was jemanden dann auch so auch pusht. Also uns dann halt weiterzumachen und halt geile Songs zu schreiben und so. Es macht halt Laune, dann das auch dann live vor so einem tollen Publikum dann zu präsentieren irgendwo. Ne? Darf ich fragen, wie alt ihr so im Schnitt seid? Im Schnitt ja. Ist unfair verteilt. Im Schnitt so 27 oder so. Ja, 27. Ja. Vielleicht, mir zieht es ein bisschen hoch auf jeden Fall. Ja. Wir sind alterlich fast aufsteigend geordnet. Okay. Ja. Echt, ihr habt euch aufsteigend geordnet? Nee, fast. Ich bin, glaube ich, der Älteste. Ne? Du bist der Älteste. 25. 32. Ich bin jetzt 30 seit ein paar Wochen. Könnt ihr euch vorstellen, in 10 Jahren weiter, also nochmal auf größeren Bühnen? Ich auf jeden Fall. Ja, wenn es Kreuz ja, mitmacht, auch, ja. Ja, habt ihr noch ein paar abschließende Worte? Kriege ich vielleicht ein lautes Hey Noah von euch allen? Ja, klar. Ja? Das ist eine Band. Zählt ein. 1, 2, 3. Hey!